So, herzlich willkommen zu Merchant C4 und der Hammerstadt Reworked Modifikation. Ich habe dazu ja zwei Videos mittlerweile schon released und habe da ja doch tatsächlich Gefallen dran gefunden und deshalb würde ich sagen, spielen wir hier auch, oder können wir auch einige Videos dazu machen, würde ich vorschlagen. Wir haben ja den ersten Pkw-Brand, dazu brauche ich einmal die Polstreife, wir können den Abschleppdienst schon mal alarmieren. Habe ich den jetzt alarmiert? Jetzt für die Polizei, ne, den möchte ich doch haben. Okay, so, perfekt. Feuerwehr ist alarmiert, dort wird, denke ich mal, genau das LF 1612 und der ELW 1.1 der Feuerwehr Hammerstadt ausrücken. Pol, guck mal, Pol ist sogar schon, oh, jetzt habe ich zweimal die Pol alarmiert, na gut, einmal kann, wo ist es denn da? Einmal können wir einrücken. Ah, wobei, wir können ja auch so stehen bleiben mitten auf der Straße, ne? Und leiten einmal hier den Verkehr um, dass es uns hier nicht den Kreuzungsbereich vollhaut. Die Feuerwehr ist auf Anfahrt. Der ELW hat sogar gleich eintreffen. Würde ich sagen, der kann durchrollern und zwar, wobei, der kann sich hier drüben hinten vorne hinstellen. Ich höre das 1625, die Jungs können sich schon mal mit dem mit PAs ausrüsten und das TLF fährt bitte mal bis hier durch. Zack. Und dann würde ich sagen, löschen wir den Brand mit einem S-Rohr und gut ist. Ja, ich weiß, wir haben noch schon zwei Geräteträger. Und einmal bitte das S-Rohr vornehmen und gut ist. Finde ich gut, dass hier ein, der Maschinist und ein Geräteträger aussteigt. Finde ich eigentlich tatsächlich auch sehr sinnvoll. In BFE ist es zum Beispiel so, dass die beiden AGTs dann aussteigen. Da ist das also nicht klar differenziert, wer Maschinist ist und wer in dem Fall eben Angriffstrupp. Ich weiß nicht, ob das überhaupt skripttechnisch umsetzbar ist. Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Aber hier in Hammerstadt wurde es ganz gut umgesetzt. So, der Abschleppdienst mit MAN ist da. Oder mit MAN-Fahrgestell. So, das Feuer ist auch gleich soweit gelöscht. Wir brauchen auch keine weiteren Einheiten vor Ort. Da macht der ELW richtig Sinn, wenn man so die einzelnen Fahrzeuge dann auch nachalarmieren kann. Von der Feuerwehr Hammerstadt selbst. Das wäre eigentlich auch eine coole, ein cooles Gimmick für die V3. Aber halt. Ich habe doch vergessen. Kacke. Einmal einsteigen. Und jetzt dürft ihr parken und ihr, du darfst auch nach Hause fahren und du nimmst einmal das Fahrzeug auf und dann haben wir es doch. So. Ihr fahrt Streife und gut ist. Perfekt. Einsatz ab. Halt, nee, stopp. Du fährst das zum Schrottplatz. Wenn wir nämlich nur auf Parken drücken, habe ich festgestellt, dann behält er das Fahrzeug drauf und kommt zum nächsten Einsatz mit dem Wrack an die Einsatzstelle gefahren. Was natürlich nicht ganz so sinnvoll ist, ne? Genau. Ach ja, der Marktplatz eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Hier mit der Kirche. Mittendrin, sage ich mal, auf dem Platz. Ist schon ganz cool gemacht. Ich finde die Map ja tatsächlich, die ist ganz schick gemacht. Schick umgesetzt. Natürlich wäre es hier noch cool, wenn hier Züge fahren würden, wie es in Emergency 5 der Fall ist. Aber ich habe gehört, das ist einfach in EM4 nicht umsetzbar. Das macht das Spiel nicht mit. Das ist ein bisschen schade. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ein EM6 mit der Grundstruktur von dem EM4, mit der Grafik von dem EM5 und dem Umfang von EM5, das wäre schon cool. Denn ich habe ja jetzt relativ häufig die EM5 Wuppertal-Modifikation gestreamt. Das macht schon Spaß, da kann man nichts gegen sagen. Und lässt sich vor allem auch unglaublich gut streamen einfach. Weil, ja, es ist viel, viel, viel flexibler, als es ein Emergency 4 ist. Und das macht sich halt einfach schon bemerkbar. Wir spulen vor, dass wir auch noch wirklich ein paar Einsätze hier fahren können. Mal gucken. Also ich habe festgestellt, dass wenn man den ELW 2 anfordert, dass man dann wirklich Unmengen an Einsatzkräften hat. Das ist, ja, ich meine, man muss die zwar nicht anfordern. In der, beziehungsweise in Hammerstadt selbst hat man ja schon, ja, ist nicht wenig. Und
Ja, aber wenn man dann noch zusätzlich die Kräfte hat, ich finde, dann wird es einfach zu viel. Denn ich bin so ein Spieler, ich habe lieber weniger Einsatzkräfte, habe dafür ein bisschen mehr Herausforderungen, als dass ich 1000 Einsätze habe, beziehungsweise 1000 Kräfte. Und kann dann jedes Feuer oder jeden Einsatz relativ easy abschließen. Das ist dann mir einfach ein bisschen zu einfach. Aber das ist auch nur meine Meinung. So, NEF, RTW sind auf Anfahrt, sehr schön. Hier liegt auch der Kollege schön mit dem Kopf im Gebäude, ist bestimmt gestolpert beim aus dem Auto aussteigen und mies dagegen gefallen. Kann ja mal passieren. Oh, der Skoda ist aber nicht schön gemacht. Ah, das ist nicht so cool. Na gut, ist ja auch kein Einsatzfahrzeug, kein Fahrzeug, was man andauernd sieht. Das ist okay. Ja. Die Hammerstadt Rework-Mod ist tatsächlich, glaube ich, auch schon ein Stück älter. Ich glaube, irgendwann im letzten Jahr hatte ich auch mal erwähnt, wann es war. Ich habe schon wieder vergessen. Aber 2016, 2017, 18 maximal. Also die ist schon nicht mehr so top aktuell. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Muss ja nicht immer alles super aktuell sein. Zum Beispiel die Germersheim-Mod ist ja auch schon eine Weile älter und eine super Modifikation. Ich habe ja lange Zeit nur auf der BFE-Mod gehockt. Was ich immer noch mache, ist immer noch meine Lieblingsmodifikation. Wobei Wuppertal im 5. auch gerade mit der Leitstelle ziemlich gut aufholt, sag ich mal. Dafür, dass es eine EM5-Mod ist. Aber ich habe viele Mods, da ich ja erst vor ein paar Jahren angefangen habe mit Mods spielen, viele Mods verpasst, die ich jetzt so nach und nach nachholen kann, die wirklich gut sind. Zum Beispiel die Hamburg-Mod habe ich ja gespielt, die Germersheim, jetzt die Hammerstadt Rework-Mod und da gibt es noch ein paar Mods, die ganz gut sind und auch wirklich mal gezeigt werden können. Zum Beispiel die ELA-Mod ist auch eine richtig gute Modifikation im Ami-Setting. Aber das habe ich halt alles leider so ein bisschen verpasst. So dass ich das jetzt nach und nach aufholen kann. Und mittlerweile habe ich das Problem, dass ich tatsächlich genug Mods habe zum Aufnehmen, aber da fährst du begleitend nicht mit. Wollen wir jetzt mal probieren? Lass mal kurz den Notarzt aussteigen. Komm, steig aus. Ach, du fährst auch so ins Krankenhaus. Okay, perfekt. Ja, du darfst aber ruhig mit Sonder fahren. Und ihr fahrt dann nach Haus. Euer Einsatz ist beendet. Und wir können auf den nächsten Einsatz warten. Das Krankenhaus ist ja, glaube ich, hier, ne? Ja, ich dachte, das war hier. Und wir spulen mal vor. Die läuft doch unglaublich da. Gebäudebrand. Interessant. Oh, Gebäude im Vollbrand. Wohnungsbrand. Gebäudebrand, volle Ausdehnung. B3. Ich glaube, da kommt noch ein TSF mit. Aber wir bekommen zum Beispiel LF16, ELW, TLF, DLK, RW, LF8. Das ist auch so eine Sache, ne? Ich fände es viel cooler, wenn nicht immer alles mit voller Besetzung rausfahren würde. Sondern da auch ein bisschen. Ja, dass hier zum Beispiel Nummer 1-3 oder so rausfährt. Oder auch auf den 16-25 meiner Meinung nach mal nur 1-2 sitzen. Dass man halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen darauf achten muss. Okay, der erste Angriffstrupp. Ah, und mit Sirene auch, ne? Okay. Wollte gerade sagen, rückt das TLF nicht aus? Aber vor das LF8 ist ja äußerst interessant. Das TLF als letztes Fahrzeug an die E-Stelle. Auch schön, dass man hier noch so im Hintergrund die Sirene so ein bisschen hört. Oh. Der Gebäudebrand ist schon gut dabei. Den ELW möchte ich ganz gerne hier oben hin haben. Ich versuche das erstmal nur mit dem ELW 1 zu fahren. Das LF 16, 12 stelle ich hier hinten hin. Die DLK kommt dann hier vorne hin. Oh, zwei Gebäude im Vollbrand. Das TSF kommt meinetwegen erstmal hier an die Seite. Und wir lassen absetzen. So, wir haben zwei Trupps mit PA. Und ihr beiden könnt euch mal noch ausrüsten. LF8.
Habe ich jetzt das Licht angemacht? Ja. Geil, dann fährst du mal hier so hin. Und wir bauen uns erstmal eine vernünftige Wasserversorgung auf. Der RW wird jetzt erstmal nicht benötigt. Genauso das TLF hätte ich ganz gern hier vorne. So, Gruppenführer. Leiter kann erstmal davor laufen, dass der aus der Gefahrenzone raus ist. Glücklicherweise haben wir hier gleich einen Hydranten. Den benutzen wir auch gleich. Zack, zack. Und hier geht er ran. Und dann einmal beginnen. Oh, was macht denn der ELW2 hier? Das hässliche Kackteil. Da kann ja mal hier vorne hin. Der ist wirklich nicht schön, der ELW2. Sorry, aber das ist keine Schönheit. Pass auf, das LF8 kann meinetwegen genau, perfekt. Das speist mir die DLK ein. Stimmt, wir hätten ja auch vorne reingehen können an die Pumpe, aber daran habe ich jetzt einfach nicht gedacht. Na, das wird ja reichen. Ja, perfekt, reicht. Dann einmal das TLF 1625 baut auch einmal komplett auf, bitte. Die Brandausbreitung hier ist schon wieder richtig böse. Ne? Ich hätte ganz gern einmal einen Streifenwagen mit dazu. Und das TLF geht mit an diesen Unterflurhydranten. So. Du holst immer noch ein PA-Gerät vom Fahrzeug. Ihr beiden könnt schon mal dran gehen, schon herbe laut, ne? Aber ich glaube, das lässt sich bei diesem Einsatz jetzt einfach nicht vermeiden. So, für mich stelle ich das nochmal ein bisschen leiser. Ja, die Brandausbreitung ist schon heavy. So, habe ich noch irgendwas? Wir haben noch ein TSF. Das werde ich tatsächlich auch benötigen, denke ich mal. Ja, das fahre ich mit hier hinter. Ich brauche aber ganz, ganz dringend die Pol hier. Dass die mir mal ja den Verkehr umleiten. Das geht ja gar nicht. Und auch hier machen wir dicht. Der Einsatzleiter trifft sich am ELW. Der ELW kann schon mal aufbauen. Den können wir ja nicht aufbauen. Ne, nee, das geht nicht. Okay, der hat keine Animation. Rüstwagen brauche ich jetzt erstmal soweit nicht. Ich hoffe, ihr kommt auch irgendwie weg, dass ihr... So, das TSF. Ah, ihr wollt nicht mal löschen. Na, dann geht mal bitte. Kommt ihr hier rein? Ne, ich brauche mal einen mit. Pass mal auf, einer von euch rüstet sich mal bitte mit der Kettensäge aus. Gibt's das? Weil dann mache ich die Bäume ja weg und dann versuche ich mal da reinzukommen. Beziehungsweise diese Sträucher. Und dann sägst du einmal mir das weg. Hallo? Hast du jetzt deine Säge fallen lassen? Jetzt geht's so. So, ich denke, daher brennt natürlich das nächste Gebäude. Das ist ein bisschen doof. Ich versuche mit dem Trupp vom LF16 hier reinzugehen, dass wir das erst ablöschen und dann hier hinten noch in den Garten reinkommen. Okay, perfekt. Dann geh erstmal beiseite. Ihr könnt schon mal da reinflitzen. Sehr schön. Der Rüstwagen, auch ein wunderschönes Modell, finde ich. Ein schöner Ziegler. Der Enkling, der hat doch bestimmt eine coole Umfeld, oder? Ja, Lichtmast ist klar, aber hier. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Ich hätte ganz gern... Hier einer von euch kann sich mal einen Schlauch oben bei. Wir müssen hier aufbauen.
Die TS wird soft, wobei, wir machen es. Ach nee, ja. Ich bin zwiegespalten. Denn, ja, wir müssen hier auf jeden Fall aufbauen. Und einer kann sich auch, wobei das macht der Rüstwagen. Hier schnappt sich mal einer eine Motorsäge. Ihr beiden holt euch Hohlstrahlrohre und dann geht's dagegen. Ah ja, es ist böse. Vielleicht muss ich doch noch mal ein Fahrzeug nachalarmieren. Wie sieht denn das aus? Kannst du hier noch löschen? Nee, geht nicht mehr, ne? Hier kannst du aber löschen. Weil dann kann sich nämlich. Dann können sich die Jungs hier drauf konzentrieren. Kommst du hier noch hin? Nee, das geht leider nicht, ne? Pass mal auf, da kann mal einer von euch noch hinflitzen hier. Der Motorsägenführer kann hier einmal freischneiden. Ja, das Feuer greift ja schon böse über. Ich guck mal, was hat denn der ELW2 noch so im Angebot? Einen weiteren. Ich habe gehört, der Löschzug hat sogar einen Varus, den möchte ich jetzt sehen. Varus for life. Ja, geht mal hier weiter hinter. Auch wenn ich den Löschzug jetzt eigentlich nicht brauche, aber. Hier ist schon ein Fahrzeug abgebrannt, Kacke. Ist das so heiß, ja? Ah, der Polizistin, die hat auch gut zu arbeiten hier. Kommst du nicht da noch ran irgendwie, DLK? Ah, leider nicht, ne? Okay, sobald der Löschzug da ist, werde ich davon noch ein Fahrzeug hier vorne hinstellen. Mit einer Riegelstellung, dass ich da keinerlei Probleme bekomme. Aber das Feuer ist schon echt böse, ne? Der Motorsägenführer kann einmal. Ich möchte, dass ihr mir hier doch trotzdem noch einen Verteiler legt mit der TS. Du willst bitte auch mal einen Schlauch. Und zwar gehen wir hier an dieses Standrohr. Du legst von der TS mir hier einen Verteiler rein. Okay, dann kommst du wieder raus. Und ihr beiden einmal PA-Geräte aufgeschnallt und feuerfrei. Der Löschzug, na gut, der wird wahrscheinlich eine Weile brauchen. Einmal Großbrand, volle Hütte. Du bedienst die Pumpe. Ah, das Feuer ist schon extrem. Ich werde ein Löschfahrzeug hier vorne noch brauchen. Und. Ihr kommt da jetzt ernsthaft nicht ran, ne? Doch, du kommst da noch ran. Was habe ich noch auf Wache stehen? Warum GWG? Ist ja jetzt nicht so viel. Aber vielleicht kann ich hier vorne auch einfach. Ihr beiden rüstet euch mal mit einem PA-Gerät aus und geht da mal mit einem Feuerlöscher da vorne hin. Vielleicht kann ich damit noch irgendwie was reißen, dass das Feuer nicht unbedingt aufs. Ah. Das Feuer wird schon extrem, ne? Aber wir probieren es so lange, bis der Löschzug rückt auch schon an und mein Spiel hängt. Ich glaube, mein Spiel hat sich aufgehangen. Okay, es läuft wieder. Ich hoffe, also ich denke mal, ich cut das euch weg. Das ist wohl ein Script-Error, den man wo wegklicken kann. Das ist einfach so. Okay, wird anscheinend. Feuerlöscher kann man anscheinend nicht holen. Das ist wahrscheinlich das Skript, was da. Oh, ein Varus. Eine DLK. Und ein TLF. Ja, nice. Und das ist der ELW. Ne, ein KDOW. Perfekt. Okay, KDOW kann durchziehen. HLF hier an die Seite. TLF hier hinter. Ah ne, das ist die Leiter, Verzeihung. Leiter brauche ich jetzt nicht so zwingend. Mir wäre das TLF hier hinten schon wichtig.
Ein Varus ist ja schick. Da kommen Gefühle auf, ne? Mein guter alter Wache 2 Varus. Hier ist er wieder. Einsatzbereit. Ach, wunderschön. Na gut, dann einmal bitte vier oder ein, zwei Trupps unter PA. Und ihr legt mir bitte einen Verteiler sowie eine Einspeisung. Da muss ich nur gleich mal gucken, wo ich den. Wie viel Liter Wasser hat denn das drauf? 6.600? 2.000 sogar. Wo ich mir jetzt gleich den Hydranten herzauber, da kannst du ja mal gucken. Ah, ich sehe schon einen. Gut, hat sich erledigt. Gut, nun. Ja, ich weiß, ich hab den doch schon gesehen. Alles gut, so, perfekt. Dann, oh, das Feuer breitet sich aber auch aus. Das riecht bösartig so. Eins, zwei, drei. Einmal Schlauche bzw. Strahlrohre holen. Und dann gehen wir hier voll dagegen vor. Haben wir einen verbackten Feuermann? Ja, das Biberfelde-Problem gibt es anscheinend auch hier. Aber das kennen wir ja. So, dann brauche ich auch hier einen Motorkettensägenführer. Denn ich möchte mir. Mach mir hier hinten einmal Platz. Ach, na komm schon, dann geh du doch mal hier hin. Hier hinten scheint das. Doch, das TLF stelle ich jetzt hier hin. Und lass es dann volle draufhalten. Den SK kennen wir ja auch schon, das ist so der übelste Klassiker. Nebenbei. Auch wenn es gerade nicht so mega wichtig ist, einmal schon mal den Bestatter bitte vor Ort. Einer kann mal mit hier rübergehen, die Jungs. Achso, einer von euch ist schon da drüben, ne? Dann geht einmal bitte hier rein. So, perfekt. Das TLF darf dann einmal aufbauen. So, dann bedienst du das TLF. Halt, stopp. Ach, okay, das TLF bedient sich anscheinend schon selber. Einwandfrei. Okay, dann speise es mir wenigstens ein. Ich denke mal, der Monitor wird ordentlich Wasser schon schlucken. Dann sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Auch hier die Drehleiter schön, ne? Ja, ist eine schöne Einsatzstelle, haben wir doch. Ist natürlich doof hier. Na gut, die Bäume können abbrennen. Das ist jetzt nicht so dringend oder nicht so zwingend nötig. Und dann müssen wir nur das hier auskriegen. Ich weiß nicht, vielleicht können ja die Jungs hier noch irgendwie mithelfen. Und du auch. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ist ganz cool, dass man hier noch einen kompletten Löschzug bekommt und vor allem noch mal eine zweite DK. Auch eine Metz, MAN. Das ist eigentlich ganz schick gemacht, kann man nicht sagen. Feuerwehr Klippen springe. Ah, hier mit Weiß ist aber nicht so cool, ne? Das hätte man auch schicker machen können. Aber gut, so ist nun mal das Design der Feuerwehr Hammerstadt. Ah, wie schnell aus so einem Gebäudebrand, ja? Doch mal so eine halbe Wohnsiedlung brennen kann, das ist schon bösartig hier in Hammerstadt. Da ist auch absolut keine Zeit mehr für andere Einsätze. Na gut, jetzt staut sich's hier natürlich. Aber hey, ich meine, gut, man kann ja noch mal noch einen kleinen. Das ist Hammerstadt, Hammerstadt. Okay, wir haben ja drei Polfahrzeuge, dann einfach mal noch einen Streifenwagen mit dran. Gut ist, du kannst schon mal aufnehmen. Guck mal, hier sind jetzt auch die Haspeln weg. Ich weiß gar nicht, beim 1612. Ja, beim 1612 ist die Haspel auch weg, okay. Schön, dass hier auch immer noch Leute rein und rausgehen. Das ist ja dieses Doppelblitz, ne? Das siehst du auch. Das nicht geleitet, oder? Ah, doch. Guck mal, wenn ich die Leute aussteigen lasse, geht's. Sehr eigenartig. So, dann einmal den KDW, meinetwegen hier dahinter. Und wir werden hier einmal den Verkehr umleiten, einmal in die Richtung. Einmal in die Richtung und dann machen wir einmal komplett zu.
Hätte ich mir den Polizisten da sparen können, aber ich hatte ja nicht gedacht, dass es so extrem ausartet. Und wir haben einmal komplett dicht gemacht. Wunderschön, dann haben wir das Feuer auch gleich aus. Auch hier hinten brennt nichts mehr. Mich würde ja interessieren, wenn ich jetzt hier Status 1 drücke. Bauen die noch nicht komplett ab, ne? Das Standrohr bleibt tatsächlich stehen. Aber so an sich funktioniert das schon mal ganz gut. Okay. Dann weiß ich gar nicht, wie lang das Video ist, aber ich denke, das sollte reichen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch immer wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.